Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sitzen hier in unserem Trecker mit der Brux dran. Wir hatten ja am Montag eine Folge gesehen, dass hier oben uns ein Baum gestört hat. Die Drescher sind jetzt, jedenfalls der auf Feld 11, ist mit dem ersten Vorgewende fertig. Ne? Der auf Feld 09 ist oben auch einmal hängen geblieben. Da werden wir auch noch eine Birke wegnehmen. Und wie gesagt, hier am Feld 11 werden wir oben den einen Baum wegnehmen, weil dort auch entsprechend blockiert wurde. Ich glaube, wir sind ja auch schon mit der Ballenpresse. Ich glaube, die fährt dann auch genau da davor. Ne? Von daher kommt er weg. Ne? Wir haben trotzdem noch genug Bäume auf der Map, so ist es nicht. Ne? Achso, und hier kommt gerade unser GCB angefahren. Ne? Da sieht so aus, ist ja der von der Mission. Mission ist abgeschlossen. Ja. Die 10.000 Liter, die jetzt noch drin waren, die brauchte ich nicht abgeben. Ne? Er sagte mir vorher schon, Mission abgeschlossen. Ich habe ungefähr noch 5.000 Euro an Lohn, also zusätzlich für die Abgabe bekommen. Ne? War ich erstaunt beim Abkippen, dass es gleich so ging. Ne? Weiß nicht warum. Er hat ja angezeigt, dass wir noch 25 hinbringen mussten. Wie gesagt, 15 haben wir reingekippt und das war schon zu viel. Ne? Aber ja, dann ist es so. Ich wollte sagen, der geht wohl nicht weg. Doch. So einen Stumpf natürlich auch mitnehmen. So, dann fahren wir mal ebenfalls noch hoch. Wir können eigentlich gleich auf dem Feld lang fahren. Feld 9 oben hin. Kann natürlich jetzt nochmal passieren, dass irgendwo der Drescher, wenn er von den Beeten wechselt, dass er dann auch nochmal hängen bleiben will, ne? Dass wenn er mit dem Schneidwerk zu weit rauskommt bei einer Wende, das müssen wir mal gucken. Ne? Meine sicherlich, wenn er jetzt hier einmal hängen bleibt, kann man noch wieder neu einstellen, wird der ein oder andere sagen, aber ja. Ich sag mal, bei der Menge an Bäumen, die wir haben, also ich werde jetzt nicht das ganze Feld abrasieren, das wäre ein bisschen übertrieben. Ne? Natürlich kann es uns auch passieren, wenn es in irgendeiner Art und Weise nochmal ein Update gibt vor der Karte, dass wir dann ja, die Bäume wieder stehen haben. Ist auch möglich. Ne? Also hier hatte keiner gestört, hier war er weitergefahren und zwar hatte er sich dann hier vorne an der Wende gestört, nach dem Abbunkern vorne über die Birke. Ne? Hier. So, dann schicken wir ihn aktuell erstmal wieder zurück. Warum höre ich jetzt einen Drescher? 44, oder? Dass eventuell oben die Fräse wieder abgeben kann. Muss entladen werden. Arbeit beendet. Arbeit beendet. Ach so, der 1050, der ist fertig mit Mulchen. Okay. Was sagen wir, will denn jetzt schon von den Dreschern fertig sein? Nochmal Drescher-Abladegeräusch. Okay. Ja, andere Missionen, Erntemissionen stehen noch drin. Feld 13, das hätte ich jetzt vermutet, dass Kobern oder so dazu kommt. Kommt leider nicht. Ne? Ja, 47 wäre eigentlich so noch ein bisschen attraktiv auch. Ne? Mal gucken, wie wir, ob wir das auch noch mitmachen. Das weiß ich noch nicht. Ne? Das müssen wir erstmal sehen. So. Genau, so jetzt machen wir Folgendes. Und zwar werden wir jetzt bei den Dreschern natürlich die Kurse speichern. Ne? Das hier müsste der Drescher sein, oder? Ja. Ach, der ist wieder voll. Ne? So, das ist ja jetzt hier Feld 11. Und da werden wir das Ganze speichern. Kurs speichern. Dreschen einen Drescher. Ne? Das Ganze wird dann Feld 11. Vorgewende haben wir 3.
Wir fahren in Beta und zwar 6 und wir haben 13,5 Meter. Da müssten wir eigentlich alle Informationen haben. Aber bei Feld 1 haben wir vergessen hinzuschreiben, wie viel Vorgewende. Ist auch nicht verkehrt, ne? Ja. Kann schon passieren, ne? So, und der Thrasher 2, der fährt natürlich ja auf Feld 09. Machen wir dasselbe. Ebenfalls ein Thrasher. Weil wir hatten ja gesehen, auf Feld 13, ja, gesehen haben wir es nicht, aber die Thrasher sind öfters hängen geblieben. Von daher habe ich das dort nicht gespeichert von der Mission. Zu Vorgewende. Vorgewende 3. Bete 6. Und 13,5 Meter. Im Feld 1 war ein bisschen unglücklich. Hä? Das müsste man auch speichern unter. Wieso Feld 1? Feld 1 gehört uns doch nicht. Es kann nicht stimmen. Ich vermute mal, das soll heißen Feld 12, oder? Wir warten David am Werk. Nee, Feld 12 haben wir doch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Feld 09. Ich habe Feld 09 gespeichert, das. Und ich habe gespeichert Feld 0. Ach, das war ich eben. Moment, braucht man ein anderes Fahrzeug. So, da ist keiner drin. Kurs laden. Ja, über einen eigenen Blödsinn wundern, ne? Wie ging das jetzt? Das ging Modus ändern, ne? Genau, Eintrag umbenennen. So, Feld 11. Vorgewende 3. Bete 6. 13,5 Meter. So wird ein Schuh draus, würde ich sagen, oder? So, können wir hier rauslöschen aus dem Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, was in den Thrasher drin steht. Können wir gleich nochmal gucken. Er hat noch den alten Text drin stehen. Ne? Na gut, ist egal. Das Einzige ist natürlich, wenn wir die Kurse so lang benennen, wir sehen aktuell nicht, an welchen Wegpunkten er so richtig ist. Ne? Ja, klar, man kann nicht alles haben, oder? Oder man müsste das alles wahnsinnig abkürzen. F11, V3, B6, 13,5 Meter. Ne? Aber, ja. Mal schauen. So, also Thrasher sind versorgt, das sollte jetzt ja eigentlich alles problemlos laufen. Ne? Stroh pressen tun wir erst, denke mal, am nächsten Ingame-Tag. Ne? Vorher werden wir da nicht dazu kommen. Ne? Wir müssen natürlich auch das Ganze noch mulchen. Das kann natürlich er dann auch entsprechend machen, wenn das Stroh gepresst ist. Aber bevor das soweit ist, schicken wir ihn erst nochmal hier kurz raus. Er fährt nochmal zum Lohnerhof. Dass er der erstens Sprit bekommt. Reparieren wäre jetzt nicht so wichtig, aber Sprit auf jeden Fall. Ne? Schicken wir ihn hier mal zur Werkstatt. Dann schauen wir mal. So, der andere 1050 steht hier noch hier oben. Neben unseren
Wandergüllefässern, ne? Die kommen immer, bei jedem Mal Spielstart kommen die immer weiter raus hier aus der Garage. Warum? Weiß ich nicht. Die hatte ich schon mal reingerückt, beide, ne? Aber es stehen wieder weit draußen. So, wir holen jetzt hier einmal Gärreste. Und dann werden wir unser Feld 58 versuchen mit Gärreste auszubringen. Solange wir was sehen, ich meine, es wird schon dunkel, man merkt das eigentlich, ne? Wir haben es ja auch schon 20:12 Uhr, ne? Wir werden es erstmal versuchen selber zu machen, weil bei Feld 58 ist ja hier hinten relativ spitz. Und mit der Arbeitsbreite, die wir den Gestänge haben, sind wir schon ganz schön breit, ne? Wir werden hier nicht mehr wie ein Vorgewende hinkriegen. Vielleicht ist es wirklich sinnvoller, wir bringen dort auf dem Feld selber die Gärreste aus, ne, als dass wir da Cosplay fahren lassen. Weil einen Kurs mit zwei Vorgewänden kriegt man definitiv nicht generiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil man könnte es versuchen, ja, aber. Weil mich würde es ja jetzt nicht stören, wenn CP dort verschiedene Stellen doppelt fährt, ne? Wenn sich das überlappt hinten, aber er generiert mir das ja dann, wenn ich sage, zwei Vorgewände, generiert er mir trotzdem plus eins, ne? So, wir fahren hier gleich direkt aufs Feld und klappen mal hier unser Gestänge aus. Dann schauen wir, ob wir das selber hinkriegen hier. Mit so einem Riesenteil. Meine, das Gute daran ist, dass wir ja gekalkt haben. Wir sehen ja genau, wo wir langfahren müssen. Ne? Am Maprand da drüben können wir natürlich mit Hans Vehikel fahren. Ne? Aber hier die Schräge, klar, könnte man sich jetzt auch einstellen. Also richtig gerade ist es ja nicht. Es geht ja hier eine leichte Rundung rum. Ne? So, dann brauchen wir schon Licht. Da sehen wir mehr. Wir werden auch ein paar Fässer brauchen. Ne? Wir dürfen nur nicht zu weit wegfahren vom Maprand, also vom Feldrand links. Warum ist er hier Fitzel stehen bleiben, weiß ich nicht. Was denn da nicht gefällt daran? Ja, und hier sehen wir eben das, was ich sagte. Das Feld ist eben so schmal dann hier hinten. Da wird im CB definitiv keine zwei Vorgewände generieren. Ne? Wir fahren mal hier geradeaus, sodass wir das Feld alles erwischen, bevor wir hier rangieren. So, einmal das Teil aus, einmal zusammenklappen, würde ich sagen, oder? Ne, brauche ich nicht. Ich kann hier so rückwärts rum. So, anschalten und senken. Es ist an. Ja. Ja, jetzt bleiben wir schon hängen, oder? Machen wir es jetzt kaputt? Nee. Ich muss hier weiter rüber. Na, wir kriegen dann aber, wenn das so hoch schnippt, kriegt man dann eben nicht alles bearbeitet.
Was? Warum taucht denn das jetzt wieder auf? Was soll denn das? Es war doch eben weg. Jetzt ist hier die Kalktextur wieder aufgetaucht. So, hier können wir aber jetzt auf jeden Fall mit Hans Vehikel fahren. Noch ein Stück rüber. Aktivieren und Tempomat. Und so können wir eigentlich die Linien abfahren. Klar müssen wir das Vorgewende fertig machen, aber... Wir sind fast ein bisschen weit links, aber das ja, kann ich jetzt, verschiebe ich jetzt nicht mehr. So, 1300 Liter sind noch drin. Dann sind es nur noch 500 und dann ist es alle. So, kann man das Teil zusammenklappen. Wir gucken mal jetzt hier was anderes. Warum haben wir jetzt hier 110 von 65? Ich denke, er macht das automatisch. Ich habe da Sensor dran. Das Fass ist doch ausgerüstet mit Sensor. Moment, müssen wir mal gucken. Na klar, wir hatten doch die Fässer gekauft mit Sensor. Glaube ich jedenfalls. Ich dachte, er bringt dann nur so viel aus, auch bei Gülle wie bei Dünger, dass es nur auf den Effektwert passt dann. Da können wir mal die Linien wegschalten. Guten Tag. Ja klar, John Deere Manual. Sensoring ist dran. Steht ja auf Ja, ne? Keine Ahnung. Oh, Kalkstreuer ist auch schon hier vorne im Vorgewende gewesen. Der wird auch dann durch sein, das ist nicht verkehrt. Gut, wenn wir die 58 fertig haben, wie gesagt, die 36 werden wir womöglich mit Mineraldünger machen. Wenn wir die 58 fertig haben, dann stellen wir hier CP ein. Weil das Feld ist ja groß genug. Obwohl wir da auch hinten in der Ecke, hier unten in der Ecke natürlich auch... Naja, mehr wie ein Vorgewend, glaube ich, nicht hinkriegen. Zwei geht, glaube ich, auch nicht. Achso, erst noch Vorgewend hier. Mal schauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Gärreste wir haben, der BGA, aber ich gehe mal davon aus, dass das reicht.
So, dann müssen wir hier die Linie wieder anschalten. Das Gerät wieder aufklappen. Jetzt geht's, okay. Tempomat und dann geht's weiter. Ja, CP-Meldung, zum Glück gibt es keine oben, ne? Also dürfte keiner blockiert sein, müsste eigentlich alles soweit funktionieren. Aber wir haben, wie wir oben auch sehen, das variiert zwischen 12,1, 8,1 Kubik je Hektar. Also automatisch, also Sensor erkennt das Feld. Warum er natürlich uns dann jetzt hier so viel draufklatscht, dass wir da auf so zu so hohen Wert kommen. Ich meine, es steht zwar noch perfekt da, ist alles richtig, ne, aber keine Ahnung. So, wenden können wir natürlich noch nicht, ne. Wir befinden uns ja noch im Vorgewende. Müssen mal gucken, dass wir hier, zack, das sollte passen. Dann setzen wir hier hinten nochmal ein und machen erstmal das Vorgewende fertig. Meine Gärreste brauchen wir ein bisschen was, ja. Wir sehen, 53% sind bloß noch drin, also er haut das Zeug schon ganz schön raus, ne. Ach, zu weit rechts. Warum kriegt man das wieder nicht mit? Geht doch. Denn jeder Grashalm soll was abbekommen, ne? Oder was stehen lassen? So, beide Drescher müssen entladen werden. Das wird hoffentlich funktionieren, sei denn sie stehen komisch. Nee, das sollte alles gut sein. So, hier können wir auch rausfahren, oder? Dass ich da keinen Zugang habe, ist mir klar. Ja, die 5000 Liter werden nicht mehr reichen. Ne? Also brauchen wir schon zwei Fässer fürs Vorgewende. Ne? Aber wie gesagt, Vorgewende ist ja immer relativ viel vom Prozentual, jedenfalls vom Feld.
Ne, wird nicht reichen. Ah, fahren wir doch quer hier. Zu weit weg. So, Nachschub brauchen wir. Gut, wir hätten natürlich jetzt hier auch. Na gut, lohnt nicht. Gut, klar, hätte es ja mal im Feld gestanden. Hätten wir jetzt einen LKW hier geschnappt. Und der uns die Gerres hier herbringt. Na. Und ob ich das schaffe, bevor es noch richtig dunkel wird, ist natürlich eine andere Sache, ne? Gut, was würden wir uns sparen, wenn wir jetzt den LKW nehmen? Die paar Meter hierher zu fahren und zurückzufahren, ne? Weil das Übertanken bleibt ja trotzdem. Oder das Überladen, wie auch immer. So, wir machen gleich mal nee, wir fahren hier wieder hin, da kann man ja nicht aufklappen in der Zeit. So, dann machen wir mal hier hinten noch eine Vorgewendebahn, dass wir da auch problemlos wenden können, den langen Teil. Und dann werden wir die Feldreihen machen. Ui. Glatt. Ah, wahrscheinlich jetzt hier aufgrund der anstehenden Nacht schon ist grasfeucht geworden. Aber das würde ja heißen, wir können nicht mehr dreschen, ne? Das wäre ja dann eigentlich der Umkehrschluss davon, wenn das Gras ja schon feucht ist. Wenn das ist auf den Stellen feucht, ist es klar, aber der Gerrest ausgebracht. So, dann werden wir unsere Linie wieder einschalten, dass wir sehen, wo wir lang müssen. Aber ich nehme die Punkte sogar mit hier. Na gut. Aber ich werde die anderen trotzdem nicht nochmal machen.
So, wir müssen natürlich jetzt, wie rum wendet man jetzt? So rum. In die 7 nicht. Wir wollen in die 6 wenden. Dahin, genau. Naja, ob man das automatisch, können wir glaube ich nicht mit automatischer Wende machen, hier die spitzen Ecken. Weil da müssen wir wahrscheinlich hier wirklich manuell einsetzen. Ups. Oh, hängen geblieben. Bräuchte ich wahrscheinlich fast hier selbst auch noch auf die lange Bahn ein zweites Vorgewende, oder? So wird das nichts. Ich muss ja gerade stehen, sonst komme ich auch nicht hin. Wenn ich natürlich jetzt hier rüber in die 5 wende, das geht hier hinten jetzt besser, ne? Also automatisch wenden lasse über Tastendruck hier. Gut, aber wie man schon sieht, 5, ne? Wir müssen dann sozusagen noch die 5 wenden, die 3 wenden und dann war's das, ne? Wir müssen hinten noch zweimal wenden, da brauchen wir nicht noch auf Vorgewende fahren hier, ne? Weil die 4 wenden wir ja hier hinten dann. So, und er bringt hier nochmal Gärreste aus, ne? Ist ja komisch. Obwohl hier erst dort, wo sie gebraucht werden. Gut. Oh, wird blockiert, da müssen wir hingucken. Ja. Wir hatten schon über die Zeit vorgedreht hier. Wer wird denn blockiert? Thresher oder Alexion? Na, müssen wir mal gucken. Wir machen bloß mal schnell noch die Bahn hier fertig. Machen wir die 2-3 Minuten noch. Weil dann werde ich sowieso Gärreste holen müssen, vermute ich mal. Können vielleicht hier schon mal gucken, welcher sollten das sein? Ah, hier oben. Okay. Ah, ich vermute ich was anderes. Da wird vielleicht noch der Abfahrer rumstehen, ne? Den Baum dürfte das fast nicht sein, ne? So, reicht's noch für den Zipfel? Nee, das kann nicht wahr sein, ne? Also hier werde ich mir neue Gärreste erst holen müssen. So, und wir gucken mal hier in den Lexion. Ich vermute mal, der ist es, oder? Wir werden am besten mal hier direkt gucken, wer blockiert wird. Genau. Also hat nichts irgendwo mit dem Baum oder irgendwas zu tun. Das ist rein abfahrtechnisch. Weil klar, irgendwo muss der Abfahrer. Wenn wir mit zwei Abfahrern arbeiten, irgendwann bleibt der eine stehen, dann fährt der andere zum Thresher und dann, ja. Das ist, glaube ich, leider nicht zu beeinflussen dann. Klar könnte er jetzt wegrangieren, ne? Gut. Ja, dunkel wird es auch, das merkt man. Und ja, und unsere Folge ist ja auch vorbei, ne? Etwas mit Überlänge. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm, ne? Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten und dann kommt die nächste Folge hier von der Rostock natürlich am Freitag. Bis dahin und tschüss.